Ja gut, Ergebnisse darf man sowieso nicht überbewerten heute. Wir haben gegen die Nummer 1 der dritten Liga gespielt. Ich habe am Wochenende gehört vom Trainer von Osnabrück, die beste Mannschaft in der dritten Liga. Die Jungs vom MSV sind auf dem Weg in die zweite Bundesliga. Meine Mannschaft ist auf dem Weg in die Landesliga. Dafür hat sie heute, besonders in der zweiten Halbzeit, fand ich, ein ordentliches Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit hat der MSV natürlich auch schon ein Kaliber auf dem Platz gehabt. War eine Menge Qualität und das hat man dann schon gemerkt. Aber wäre auch schlimm, wenn man das nicht merken würde. In der ersten Halbzeit wollten wir mitspielen, meine Jungs. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir hinten die Räume zugemacht. Die Mannschaft hat mehr gesprochen und hat sich dann am Ende dafür belohnt. Und ja, also mit den 12-0 können wir leben. Ich wollte zwar einstellig nur verlieren, aber wir sind immer noch ein Tor besser als Viktoria Buchholz. Und dann haben wir es auch recht gut gemacht als Bezirksligist. Ja, das war so, das ist immer bei uns der gleiche Zuschauer, der auch seit 19 Spielen, die wir immer wieder gewonnen haben, ständig am Schimpfen ist und der meinte, wir müssten hier gegen den MSV führen. Also da habe ich dann wenig Verständnis dafür und das lasse ich auch nicht zu, dass auf die Jungs in irgendeiner Art und Weise Kritik kommt, weil das haben sie nur wirklich nicht verdient, weil sie bisher ganz Tolles geleistet haben für Hamburg.